Boah, 1,4 Millionen Aufrufe für Bohrer? Gibt's doch gar nicht. Was kann das denn? Schiefe Löcher bohren? Tja, das kann ich mit meinen Bohrern auch. Fast 31.000 Likes, weil jemand mit einem Forstner-Bohrer ein schiefes Loch bohrt. Also langsam drehen die Leute bei TikTok doch völlig durch. Das kann ich doch mit meinem Forstner-Bohrer auch, oder nicht? Normalerweise wollen wir ja so wie hier gerade Löcher bohren. Aber manchmal muss es dann halt doch irgendwie schief oder in einem Winkel sein. Und beim Forstner-Bohrer wird das schnell zum Problem. Wir brauchen diese Spitze hier, weil die hält diesen riesen Bohrer hier in Form. Wenn ich jetzt versuche, den so schräg zu starten, hacke ich hier einfach nur richtig fiese Macken rein. Und obwohl ich lache, das ist natürlich saugefährlich. Ohne diese Zentrierspitze können wir den Bohrer nicht starten, weil er sich einfach aus dem Bohrer verabschiedet. Wenn wir mit unserem normalen Forstner-Bohrer ein schiefes Loch bohren wollen, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wir bauen uns eine Vorrichtung, die wir irgendwie ansetzen können, sodass der Bohrer geführt wird. Oder wir bohren erstmal gerade los. Und versuchen dann schräg zu bohren. Ihr seht schon, das ist möglich, aber es ist ziemlich nervig. Und das kann auch passieren. Jetzt kommt die Überraschung. Der Bohrer hier ist überhaupt kein normaler Forstner-Bohrer. Da steht ja Festool drauf. Ich habe mir dieses Video angeschaut und mir auch gedacht, meine Güte, das sind ganz schön viele Likes. Die Bohrer sehen nice aus. Da habe ich mir mal mein Festool Forstner-Bohrer-Set angeguckt und mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe mich schon mal gefragt, warum haben die Dinger eigentlich ein Loch? Und was ich mich auch schon immer gefragt habe, ist, warum ist in diesem Bohrer-Set eigentlich ein kleiner Bohrer dabei? Ist ja ganz klar, Jones ist einfach ein riesen Vollidiot. Das Set habe ich bestimmt seit 2 Jahren und mir ist einfach nicht in den Sinn gekommen, was ich da eigentlich habe. Jetzt weiß ich aber genau, was es ist, weil ich das Reel gesehen habe und wir probieren es aus. Das ist nämlich kein extra Bohrer, sondern eine extra Spitze. Diese Forstner-Bohrer haben eine ganz normale Zentrierspitze, so wie andere Bohrer auch. Und wir haben dieses Werkzeug hier, mit dem wir ganz einfach diese Spitze hier entfernen können. Und dann kommt unser, wie ich dachte, Bohrer zum Spiel. Hier ist er drin. Und den können wir einfach hier reinstecken. Das ist sozusagen unsere neue Zentrierspitze. Und schon haben wir genau so einen Forstner-Bohrer wie im Video. Aber funktioniert das auch? Diese Bohrspitze macht es mir jetzt möglich, über jedem anderen Bohrer im Prinzip völlig frei jeden Winkel zu wählen und mein Forstner-Bohrerloch einfach so zu bohren. Schnell, einfach und in jedem Winkel. Das funktioniert einfach absolut gut. Genauso wie im Video. Das könnte die Aufrufe und die Likes erklären. Eine Sache, die sich mir gar nicht so richtig erklärt ist, warum können das meine anderen Forstner-Bohrer nicht auch? Jonas, weil dieses Set 80 Milliarden Euro kostet. Nee, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Es kostet ungefähr so viel wie andere hochwertige Forstner-Bohrer-Sets auch. Das ist allerdings absolut schlau. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja Jonas, aber schiefe Löcher bohren mache ich selten. Das stimmt, aber diese lange Spitze hier macht auch ganz andere Sachen möglich, die gerade bei Forstner-Bohrern super viel Sinn machen. Und zwar diese hier. Die lange Spitze hat noch einen ganz anderen Vorteil. Wenn wir jetzt Löcher bohren, haben wir zum einen eine super stabile Führung, weil der Bohrer wirklich viel, viel Führung für den Forstner-Bohrer bietet. Aber der beste Einsatzzweck ist noch ein ganz anderer. Wenn ich so ein hochwertiges Material wie hier habe und auf der Rückseite nichts gegenspannen kann, dann kann es natürlich bei so einem Forstner-Bohrer zu massivem Ausriss kommen. Ich zeige euch aber, wie wir das ganz einfach verhindern können. Wir fangen erstmal hier an zu bohren. Jetzt sind wir durch. Und anstatt jetzt hier einfach durchzubohren, bohren wir jetzt von der anderen Seite. Und haben ein perfektes Loch, komplett ohne Ausriss. Diese lange Bohrführung macht es aber auch möglich, dass sich die beiden Löcher wirklich extrem gut treffen, weil wir von beiden Seiten eine Führung haben, die gleich ist. Und das verhindert sogar eine Sache, die noch viel gefährlicher ist. Wenn man von zwei Seiten bohrt, und das kennen wir alle, schreibt es jetzt in die Kommentare, ob ihr es kennt oder nicht. Wer jetzt sagt, nein, kenne ich nicht, dann würde ich sagen, derjenige lügt.
Wenn sich zwei Forstnerbohrer oder auch normale Bohrlöcher treffen und sie nicht wirklich in einer Flucht sind, dann verkantet sich der Bohrer beim Eintreten in das andere Loch. Das ist auch ganz normal, weil ja nur genug Platz für genau diesen Bohrer ist. Wenn der jetzt leicht schräg reinkommt, passt er zwar rein, verkantet sich aber sofort und es passiert das. Oh, ich bohre, boing, au, mein Schädel. Woher weiß ich das? Es ist mir schon ein paar Mal passiert. Das kann tatsächlich hier eigentlich fast nicht mehr passieren, weil wir diese perfekte Führung haben. Und deswegen bohren wir einfach direkt nochmal ein Loch. Das hat mich Bock gemacht. Und wir können natürlich super auch ein zweistufiges Loch bohren. Wir bohren jetzt mit dem kleinen Forstnerbohrer von dieser Seite vor und sobald wir durch sind, mit einem größeren von der anderen Seite. Hier haben wir jetzt wieder unsere Führung. Da kann nicht viel wackeln und los. Super sauber und perfekt zentriert. Es gibt noch einen weiteren Nutzen. Den erkläre ich euch jetzt und hört bitte genau zu. Für Part 1 bohren wir ein normales Loch. Erstmal so. Jetzt ärgern wir uns natürlich. Hier ist ja in der Mitte das Loch von der Zentrierspitze. Moment. Die nehmen wir jetzt raus. Jetzt kommt der wichtige Part. Bohrt immer erst dieses Loch. Jetzt haben wir keine Zentrierspitze mehr. Wir können das Loch jetzt etwas tiefer bohren und dieses Loch hier entfernen. Ihr habt am Anfang gesehen, ihr könnt nicht so starten. Das geht nicht. Ihr braucht zum Starten die Spitze. Wir haben aber jetzt hier eine Führung und die können wir nutzen. Hoppla. So. Jetzt haben wir natürlich das kleine Ding hier, weil da das Loch von der Zentrierspitze ist. Aber das können wir ganz einfach entfernen. Und jetzt haben wir etwas gelöst, was mich bei jedem Do-it-yourself-Kerzenhalter stört. Wir haben jetzt hier ein perfekt sauberes Loch mit klarem Grund. Man könnte jetzt wieder eins sagen, diese sensationsgeilen Amerikaner, die haben nicht das Auge für das, um was es wirklich geht. Das könnte ich jetzt natürlich sagen, wäre natürlich absoluter Schwachsinn, weil mir klar ist, es ist ein TikTok-Video, was weiß ich nicht, 30 Sekunden dauert. Natürlich sind da nicht alle Funktionen drin. Vielleicht waren ihm auch nicht alle klar, aber es ist auch scheißegal. Euch könnten sie jetzt klar sein. Diese Bohrer mit wechselbarer Spitze sind absolut der Knaller. Und ich weiß, Jonas, aber die gibt es auch. Ja, bestimmt gibt es die auch von einer anderen Firma. Aber das TikTok-Video nimmt die Festool-Bohrer und ich hab die Festool-Bohrer und du willst auch die Festool-Bohrer. Weil ich die sehr nice finde und die Vorteile auch, verlosen wir ein Bohrer-Set mit dem Hashtag Zentrierspitze. Haut das da unten rein, ich verlose ein Set. Das Ding ist, sowas zu wissen, ist wirklich super cool und die Tricks, die ihr damit machen könnt, sind wirklich perfekt. Gerade aus meiner Sicht, weil ich Sicherheit sehr mag, nachdem ich die Zentrierspitze entfernt habe und ohne gebohrt habe, ist wirklich mit diesem langen Vorbohrer super gerade zu bohren. Wenn ihr eine beschichtete Platte habt bei einem Kunden, wo ihr einen schönen Ausschnitt macht, dann wollt ihr nicht mit dem Forstnerbohrer einmal durch die Platte durch. Es sieht nämlich total kacke aus. Wenn ihr das so macht und wirklich sauber von beiden Seiten bohrt, sieht das schick aus. Es kann sich nichts verkanten, ihr habt keinen Rückschlag, haut euch das Ding nicht noch ins Gesicht und das Loch sieht einfach top aus. Also, was Besseres gibt es nicht zu sagen. Die Amis sind mit ihren schiefen Löchern, das könnte man sagen. Schon das zweite Mal, dass die sich wie blöd darüber freuen, dass sie schief bohren können. In diesem Fall funktioniert es aber und es macht auch Sinn. So, mein Köfferchen und mein Akkuschrauber nehme ich mit. Ein so ein Ding kann einer gewinnen. Wir sehen uns nächstes Mal. Ja, auf Wiedersehen.